Ich, so wichtig, ich, wichtig, ich, sicherlich, ich, wo ist das Ich? Hast du ein Ich? Wer bist du dann? Bist du ein Du, das ein Ich hat? Ich habe ein Ich, weil zuerst bin ich und dann kommt das Ich, das ich dann habe. Als Erlebnis, mal für ein paar Stunden, ein paar Minuten, ein paar Sekunden, ein paar Augenblicke und schon wieder Ichlosigkeit, völlige Aktivität, kein Ich, das sich separieren könnte. Aus dem Geschehen heraus. Und dann wieder ich. Da ist das Ich. Und es sagt, das ist doch mein Leben. Ich will das nicht so haben. Oder ja, ich mache das so. Ja, wenn ich das so mache, dann ist es bestimmt gut. Ich. Das Ich. Kann das Ich sprechen? Oder wird das Ich gesprochen? Ja, ich spreche doch. Spreche ich? Wer spricht da? Spricht da wer? Ein Ich? Was soll das sein? Wo ist das Ich? Wo ist es? Hier? Im Kopf? Aber ich sehe ja gar keinen Kopf. In der Kamera? In den Händen? Im Himmel? Am Boden? Im Herzen? Ich? Nur ein Gedanke? Nur ein Gefühl? Eine Empfindung? Eine Energie, die Ich-Energie, die berühmte Ich-Energie, die sich als Getrenntheit erlebt, in etwas, was einfach neutral und untrennbar ist. Und auf einmal das Erlebnis von einem getrennten Ichlein. Unter anderen Ichs. Wie viel Ichs gibt's denn? Milliarden? Zig Oktrilliarden? Ichen? Ich-Echos, immer ich. Das Ich, das als Echo, ich. Wer sieht das Ich? Wer hat das Ich? Wer will was wissen? Was? Ich. Das Ich ist eine Frage? Ist das Ich eine Frage? Ist das Ich recht zweifelhaft? Lebt es nur durch Fragen, das Ich? Was soll es denn sein? Ich weiß ja gar nicht, was ich ist. Das Ich weiß gar nicht, was es selber ist. Was ist es? Wer will es wissen? Ohne Antwort? Ohne Gewissen? Ohne Verantwortung? Ohne Ich? Ohne Ichlosigkeit? Ohne Zeit? Mit Ich? Ich will mit. Ich auch. Oh, tschalala, halalala.